meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, an meinem Heimatinstitut und auf meinem Heimatcampus. Wie wäre es, meine Damen und Herren, wenn Sie daheim oder ein Handwerker oder ein Mittelständler in der Lage wäre, ein solches Bauteil, also zum Beispiel so ein Display, auszudrucken, um dann zum Beispiel ein Möbel zu machen, in dem ein Display enthalten ist. Als wir das damals angefangen haben, war das reine Science Fiction, aber vor einigen Jahren hat auch noch niemand wirklich gedacht, dass man flexible Displays überhaupt machen kann. Heute, zum Beispiel dieses Jahr, werden die ersten Fernseher vorgestellt, die man im Prinzip aufhängen und aufwickeln kann. Wir beschäftigen uns am INM mit der Frage, welche Materialien kann man benutzen, um in Zukunft Elektronik zu drucken, flexible und transparente Elektronik herzustellen. Und wir machen das, indem wir die elektronischen Bauteile, die Sie alle kennen, von kleinen Kabeln über Transistoren, Leuchtdioden und Ähnliches, versuchen in sehr kleiner Form herzustellen. Wir machen kleine Objekte, kleine Partikel, sagt man, die also vielleicht nur ein Millionstel Zentimeter groß sind, so klein, dass man sie einbauen kann in zum Beispiel eine Kunststofffolie oder auf einer Kunststofffolie, wo sie dann Licht emittieren oder einfach den Strom leiten. Und ich möchte Ihnen ganz kurz zwei Sachen davon zeigen, zwei Methoden, die wir benutzen, um solche Materialien herzustellen. Ich möchte kurz sprechen über hybride Tinten. Das sind flüssige Tinten, wie im Tintenstrahldrucker, die man eintrocknen lassen kann und die sofort leitfähig werden nach dem Eintrocknen. Werde ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Und dann möchte ich Ihnen kurz unsere ultradünnen Drähte zeigen. Das sind sozusagen wie elektrische Leitungen, aber so wahnsinnig dünn, dass sie sich selbstständig zum Beispiel in Gitter anordnen, die man benutzen kann, um flexibel transparente Schaltkreise zu produzieren. Das hier ist ein Tintenstrahldrucker. Diesen Tintenstrahldrucker haben wir im Labor stehen. Im Prinzip nicht wirklich anders, als was Sie daheim auf dem Schreibtisch stehen haben, aber viel teurer natürlich, wie das immer so ist. Das ist im Prinzip auch nur deswegen teurer, weil Sie hier genau zugucken können, wie der Tropfen entsteht und weil Sie genau einstellen können, wie der das macht, welche Parameter eingesetzt werden. An sich ist es aber auch nur ein ganz dünnes Röhrchen, eine Pore, durch die wird die Tinte ausgestoßen. Was muss man nun tun, damit man mit so einem Drucker Tinten für die Elektronik verdrucken kann? Naja, diese Tinten müssen kleine Partikel enthalten, damit die nicht stecken bleiben. Die müssen also kleiner sein, viel, viel kleiner als diese Poren. Das ist zum Beispiel ein Problem, wenn man normale elektronische Materialien verwenden würde. Man hätte gerne, dass diese Tinten haltbar sind, dass Sie quasi eine Kartusche kaufen können. Die lassen Sie dann liegen und wenn Sie sie brauchen, stecken Sie rein. Und Sie würden dieses ganze Drucken ja gerne von Ihrer Elektronik an Luft machen, wie man das heute auch macht, wenn man auf Papier druckt. Das ist alles gar nicht so einfach, wenn man mit normalen elektronischen Materialien arbeiten will. Und der Trick, den wir hier benutzen, ist hier kurz dargestellt. Was wir machen ist also, wir verpacken die Materialien, zum Beispiel Silber oder Gold oder auch Halbleiter, erst als sehr kleine Partikel, sind vielleicht nur ein paar Nanometer, ein paar Milliardstel Meter groß, in Kunststoffhüllen. Wenn man jetzt eine ganz normale Kunststoffhülle drum machen würde, dann wäre das schlecht. Und wenn man dann aus diesen Partikeln, die vielleicht zum Beispiel aus Silber sind, so eine Linie drucken würde, dann wäre die nicht leitfähig, denn nun hätte man diese Höhlen zwischendrin. Und die meisten Kunststoffe sind nicht leitfähig. Der Trick ist nun, einen Kunststoff zu nehmen, der elektrisch leitfähig ist. Da gibt es ganz bestimmte Kunststoffe, 2000 gab es da einen Nobelpreis dafür, und man kann, wenn man das richtig macht, sehr dünne Höhlen aus diesem Kunststoff auf die Oberflächen von diesen harten Materialien, von diesen Metallen und Halbleitern aufbringen, und dann, wenn man gedruckt hat, wird das Ganze sofort elektrisch leitfähig. Und Sie können sich unten einen Stockwerk tiefer selbst angucken und vielleicht auch selbst schreiben, wie das funktioniert. Falls der Füller gerade verstopft ist, zeige ich Ihnen hier ein Video. Das ist eine Batterie, das ist eine Leuchtdiode, und wenn man also hier eine Verbindung schreibt, dann fängt die Leuchtdiode an zu leuchten, wenn das eintrocknet. Der Witz ist eben, wie ich gerade gesagt hatte, dass man eine Kombination macht, ein Hybrid aus dem klassischen harten Halbleiter, einer weichen, chemisch etwas moderneren Materialart, die aber nur ganz dünn ist, was nicht ganz so leitfähig ist, und zusammen erbringen die dann diese besondere Fähigkeit, sofort leitfähig zu werden. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept, das man üblicherweise benutzen würde, um diese Druckbarkeit zu erreichen. Ein anderes, ganz spannendes Konzept, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Frage, können wir nicht sehr dünne Drähtchen machen aus elektronischen Materialien? Das geht. Zum Beispiel kann man ganz, ganz dünne Metalldrähte herstellen. Die sind hier nur 1,6 Nanometer. Das ist so dünn, dass hier vielleicht nur 100 Atome in der Querschnittfläche dieses Drahts überhaupt sind. Also wahnsinnig dünn. Man kann sie natürlich auch nicht sehen, außer man benutzt ein sehr auflösendes, sehr hochauflösendes Mikroskop. Dann sieht man diese dünnen Stäbchen. Und diese Drähtchen verhalten sich ganz anders als normale Metalldrähte. Die schwimmen hier in so einer Flüssigkeit zum Beispiel. Und wenn man jetzt eine andere Flüssigkeit dazu gibt, die nicht so ganz kompatibel ist, die mögen diese Drähtchen nicht so, dann sehen Sie, dann ordnen die sich einfach nur durch Schütteln ein bisschen an
und man kriegt so eine Art Engelshaar. Und das passiert, weil die immer weg wollen von diesem anderen Lösemittel, von dieser anderen Flüssigkeit und von selbst solche verbundenen Strukturen bauen. Das nutzen wir auch zum Drucken. Wir geben nämlich diese Drähtchen einfach auf eine Oberfläche. Dann drücken wir hier so einen Stempel rein und dann ordnen die sich in diesem Stempel an, weil sie eben gerne zu Bündeln sich verwandeln. Dann kann man ganz einfach hier so ein Gitter machen. Und dieses Gitter kann man umwandeln in ein Gitter aus Metall. Diese Metalldrähtchen muss man noch ein bisschen zusammenbringen, damit da zwischendrin keine Lücken sind. So sieht das aus. Da druckt man also hier wie in einem, ist ein bisschen kleiner, was ein Laboraufbau ist, also wie ein Drucker, der auch benutzt wird für die Zeitungsdruckerei. Da vorne kommt die Tinte rein, da hinten kommt dann dieses Gitter raus. Man sieht wenig, weil das eben so dünne Drähtchen sind und wir nicht sehr viel draufgegeben haben. Wenn man es im Mikroskop anguckt, sehen Sie, es sind lauter so Waben, ziemlich kleine Waben, das sind halber Millimeter. Und was Sie daraus zum Beispiel machen können, ist ein Gitter auf einer Folie, das Sie zusammenwickeln können oder biegen oder drehen oder was auch immer und es bleibt immer leitfähig. Und das ist wieder eine Art von Materialien, die man zum Beispiel braucht, wenn man, wie Herr Steinle, versucht, Elektronik auf den Körper aufzubringen. Steinle ist ein Professor hier in der Informatik, mit dem wir kooperieren und seine Idee ist, man möchte in Zukunft Eingabeelemente für den Computer, für was auch immer, das Smartphone direkt auf dem Körper haben. Ne? Kann man hier vielleicht anzeigen, große Fläche, das zeigt Ihnen an, naja, Ihre Tochter hat Ihnen geschrieben, dann können Sie irgendwie so eine Bewegung machen, dann sagt, ja, ich komme zum Essen. Und wenn Sie im Auto sitzen, dann merkt das vielleicht auch, dass Sie gerade die Hand am Lenker haben und lieber nichts machen sollten. Und das braucht, dazu braucht er gerade so etwas, nämlich eine Folie, wie ein Tattoo, das man also mit elektrischen Schaltkreisen bedecken kann und aufbringen kann. Und das sind Materialien, die wir mit ihm zusammen entwickeln. Wir sind jetzt nicht ganz so fortgeschritten bei den Demonstratoren wie diese Informatiker. Unsere sind immer ein bisschen simpler. Ja, wir machen ja so zum Beispiel, das ist aus so einer Folie hergestelltes Touchscreen-Display zu zeigen, das kann man also überall draufbringen. So ähnliche sind übrigens inzwischen auch im Markt, wenn Sie eine Miele-Waschmaschine haben, dann ist da eine verbaut, Sie können damit auch das Haus von Nikon auszeichnen. Und all das basiert auf diesen gedruckten, flexibel transparenten Materialien. Meine Zeit ist um und mein Vortrag auch. Ich danke ganz herzlich meinen Leuten.